Willkommen zurück auf meinem Kanal, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Ellie, willkommen in der Familie. Wir sind heute in ungewohnter Umgebung offensichtlich, denn ich bin jetzt auf dem Weg zu einem Dreh. Dieses Video entsteht nämlich in Kooperation mit Essence und es geht um das Thema Girl Power, denn es wurde eine neue Trend Edition gelauncht, wo es genau um dieses Thema geht. Um genau zu sein, geht es um die Choose Your Power Trend Edition. Und da gibt es 4 Eye and Face Paletten, die super unterschiedlich sind. Genauso unterschiedlich sind auch die Mädels, mit denen das Ganze hier entsteht. Denn wir werden in 4 verschiedenen Themenbereichen 4 verschiedene Challenges machen. Also jeweils einen in jedem Themenbereich. Und es geht heute um Beauty, Food, Sport und Gaming. Meine Palette ist die Too Glam To Give A Damn Palette. Das ist die hier, die ihr sehen könnt. Wie der Name auch schon sagt, Too Glam To Give A Damn. Passt ganz gut. Mit meinem Make-up ab und zu mal könnte es auch nicht besser passen. Jede von uns hat so eben ihren eigenen Bereich und ihre eigene Leidenschaft. Es soll auch ein bisschen darum gehen, dass man auch aus seinem eigenen Ding ausbrechen kann, einfach mal verschiedene Sachen ausprobieren kann, dass man nicht nur eine Sache machen muss, sondern auch viele verschiedene Sachen gleichzeitig. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Ich werde heute offensichtlich die Herausforderin im Thema Beauty sein. Da ich aber ich bin, werde ich nicht einfach nur eine ganz normale Challenge machen, sondern es wird was mit Zombies zu tun haben. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal los zum Set und dann sehen wir uns dort gleich wieder. Hinter mir stehen schon ein paar Zombies am Set von State of Decay 2. Es ist mega cool hier. Es geht nämlich bei dem Spiel um eine Zombie-Apokalypse. Und das greifen wir jetzt gleich mal auf. Bei mir geht es um die Too Glam To Give A Damn Palette. Das ist meine Palette heute. Und wir schminken uns jetzt erstmal damit. Und dann machen wir die Challenge. Die Mädels werden jetzt gerade im Hintergrund schon geschminkt. Ich würde mal sagen, wir gehen auch mal rüber und dann stelle ich euch mal vor, wer hier dabei ist. Hier haben wir einmal die liebe Evelina. Hi. Sie ist zuständig für den Bereich Sport, mein persönlicher Lieblingsbereich. Hier haben wir die liebe Mira. Sie ist für den Bereich Essen zuständig heute. Und hier hinten haben wir noch die liebe Anni. Sie ist für den Bereich Gaming zuständig heute. Und ich übrigens, ich bin für den Bereich Beauty, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Ja, und ich würde mal sagen, ich fange jetzt mal an, mich zu schminken. Und dann sehen wir uns gleich. Okay, wir haben jetzt schon mal alles vorbereitet für unsere Beauty-Challenge. Beauty in Anführungsstrichen, denn diese beiden wunderbaren Models hier werden wir heute jetzt in Zombies verwandeln. Innerhalb von 30 Minuten und unter sehr interessanten Bedingungen, denn es ist sehr, sehr heiß. Ich würde mal sagen, ich bin bereit. Seid ihr bereit? Ja. Yeah. Mal sagen, Challenge accepted. Los geht's. Auf die Plätze, fertig, los. Okay. Applikator. Ich fange jetzt mal an mit deinem Gesicht. Okay. Weil du siehst auf jeden Fall nicht so schnell aus. Du siehst noch so richtig fresh aus. Das geht nicht, du bist tot. Das ist viel zu schön. Die hat so Schmerzen. Entschuldigung, wenn irgendwas wehtut, sag Bescheid. Ne? Egal. Eigentlich ist eine halbe Stunde relativ viel. Stressen uns voll, obwohl es eigentlich, glaube ich, gar nicht so wenig ist. Doch, Stress! Okay, warum Stress? Schön überkreuzt. Ich finde, das sieht jetzt schon übelst geil aus. Excuse you. Was geht bei euch schon? Der Look ist schon fast fertig. Fast fertig. So, und fertig. Contouring. Das fühlt sich gut an. Vielleicht läuft es anders. Gut, dass du ein Vertrauen hast. Ich werde es bereuen. Du bist dreckig. Ja. Man muss alles opfern. Die sind schon so richtig selbstbewusst da drin. Ja, voll drauf. Die sieht geil aus. Die sieht geil aus. Also, ja, ne? Ich mach mal ein bisschen was mit den Haaren, ne? Wenn irgendwas weh tut, dann sag Bescheid, dann schrei ne? Ich, ja. Schrei einfach. Mhm. Also ich bin für noch mehr grün. Sieht mir zu vampirmäßig aus. Immer noch, ne? Ja. Boah, das sieht richtig widerlich aus. Das hier. Das ist positiv. Das sieht voll perfekt aus. Ich sehe bei uns Gott. Nur Blut. Und da ist halbe Barthaare. Geht doch. Magic. Magic is happening. Wimpernkleber und dann. Ey, Wimpernkleber, damit hätte ich das Ganze kleben können. Nein! Oh Gott. Nein. Was tut ihr? Oh, the sacrifice. Ich habe ein Haar von dir eingeklebt. Aber es ist halt lila, ne? Das ist halt nicht braun. Wow. Ich feiere mich gerade so sehr. Oh oh. Oh, ah! Okay, abgeguckt. Na, guck mal. So hat ihr die mit was
Wattepad. Ja, voll schlau. Kriegen wir den Lipgloss hin? Diese 3D. Oh nein, ihr habt den immer noch. Okay. Dann muss ich jetzt. Ist das dieses Spray? Oh, geil. Ja, ja, ja. 3, 2, 1 und weg mit dem Schiff. Stopp! Heftig auch. Ja, sie hat schon ein bisschen länger überlebt als Zombie auf jeden Fall. Sie ist schon ein bisschen länger unterwegs. Frischer Zombie, oder? Ja, sie ist ganz, guck, sie ist frisch gebissen. Sie denkt's auch. Sie wurde gerade erst gebissen. Sie ist noch voll in ihrer Entwicklungsphase. Genau, ich bin noch ein bisschen fresh. Sie ist so ein Zombie aus dem Wasser, so eine Wasserleiche. Ja, ein Zombie, sie ist schon ein bisschen länger unterwegs, aber mega. Und die Zähne? Die Zähne sind der Hammer. Nein. Aber das ist geil. Der hat Haar abgeklebt in die Haare. Wir haben jetzt hier mal noch einen Zombie vom echten Set geholt, so als Vergleich. Ich finde, wir haben das richtig gut gemacht, oder? Ja. Kommt schon. Ja. Ich finde, das ist gut geworden, vor allem für die kurze Zeit. Ich will mal sagen, euch ist das echt gut gelungen, gerade mit den Zähnen. Was für eine gute Idee einfach. Und die Haare hier mit dem schönen Stock. Allgemein, die ganze Farbgebung habt ihr echt gut hingekriegt. Ich bin richtig, richtig positiv überrascht von euch. Ihr habt so unsicher geklungen die ganze Zeit. Aber es ist voll gut geworden. Also, ich würde sagen, ihr seid entlassen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung hier. Danke. Richtig, richtig Zombie-like. Ich würde sagen, wir checken mal unseren eigenen Look, oder? Ja. Sind wir auch schon Zombies? Wir sehen schon noch fresh aus, oder? Lang noch kein Zombie. Noch kein Zombie. Trotz der Hitze, Alter. Ja. Wie schon erwähnt, gibt es noch 3 weitere Challenges auf den Kanälen dieser wunderbaren Mädels hier. Die nächste ist bei der lieben Elina. Ihr findet alle verlinkt in der Infobox, aber ihren verlinke ich euch direkt jetzt hier rechts. Seht ihr wahrscheinlich. Und die Kanäle natürlich verlinke ich euch auch alle in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. Tschüss.